So, weiter geht's auf der. Jetzt bei den N1-Limits. Wir machen normalen Takeoff, normalen Climb, würde ich sagen. Takeoff mit Flaps 5. Und die V-Speeds sind jetzt hier 136 V1, 138 V Rotate und 48 V2. Und die Trimmung brechen wir noch gerade, die geben wir später noch ein. 4,97 ist die Trimmung. Und dann sind wir fertig hier. Mit dem Füttern vom Bordcomputer mit Informationen für den heutigen Flug. Wir haben alles jetzt, was wir für den heutigen Flug an Informationen im Bordcomputer ins FMC eingeben mussten, jetzt eingeben. Flugplan, Performance-Daten und so weiter und so fort. Damit sind wir fertig und es geht weiter mit dem Pre-Flight Procedure. So, ab wieder hier in Richtung Overhead-Panel gucken. Und wir gehen mal auf ein anderes Sichtfenster dazu, weil sonst sehen wir hier den Schalter nicht, und zwar den hier, den Schalter vom Jaw-Damper, der muss auf On. Also hier beim Pre-Flight Procedure wird man normalerweise noch ganz viel anderes noch checken, ob die Schalter in der richtigen Position sind. Das überspringen wir jetzt einfach mal alles, weil es wird sonst viel zu lang dauern. Dann würden wir erstmal gucken hier, ob der hier von Flight Control A und B, ob die Switch Guards hier geschlossen sind und so weiter und so fort. Das habe ich schon mal davor geguckt, also ob alles, wo man da Verify gucken muss, ob es so richtig ist. Wenn es schon alles so ist, dann machen wir das, werden wir es auch jetzt nicht machen. Nur falls da irgendwas hätte umgestellt werden müssen, dann würden wir es jetzt auch machen. Aber wir werden jetzt beim Pre-Flight Procedure nur zu den Schaltern gehen, die wir auch irgendwie umlegen müssen, umschalten müssen, wo wir irgendwas anders eingeben müssen, also irgendwas ändern müssen. Das Ganze, wo was kontrolliert werden muss, überspringen wir einfach, weil es uns einfach viel zu lang dauern würde bei den Vorbereitungen. Genau, so, die APU starten wir als nächstes direkt mal. Dazu haben wir hier den schönen Knopf. Einmal kurz auf Start, die springt automatisch zurück auf On. Ihr seht jetzt hier, die Temperatur steigt auch an, die APU startet. Und was wir noch machen, ist die Left Forward Fuel Pump. Hätte ich eigentlich zuerst machen müssen, aber gut. Machen wir jetzt direkt, die geht dafür auch noch auf On für die APU. Dann APU Generators gehen beide auf On, wobei müssen wir warten, bis die hochgefahren ist, glaube ich. Ihr seht, die Temperatur steigt schon stärker an. So, Emergency Exit Light Switch Guard geht auf Close, den haben wir hier. Dadurch geht es wahrscheinlich auf Armed. Dann Seatbelt Signs gehen auf On. Dann machen wir es auf Auto. Dann machen wir es lieber On. Window Heat, ganz hier oben, gehen alle vier Schalter auf On. Ground Power können wir jetzt disconnecten, sobald die APU da ist. Noch sinkt jetzt hier wieder ungefähr, bis der Zeiger so bei der 4 ist. Für 400 Grad. Genau, jetzt seht ihr hier APU Generator Bus Off. Das heißt, wir klicken einmal auf On und haben jetzt Strom über die APU Generator, Ground Power kann off und disconnect. So, Menu, FS Actions, Ground Connections, Ground Power disconnect. So. Und dann Air Conditioning Unit kann ebenfalls disconnected werden. Und dann Left and Right Pack gehen auf Auto. Haben wir hier Left Pack, Right Pack. Flight Altitude geben wir hier ein, also Reiseflughöhe heute 37.000 Fuß. Ignition Switch hier geht auf Engine Right, also Ignition Right fürs rechte Triebwerk, das starten wir zuerst. Auto Brakes gehen auf RTO, Rejected Takeoff, für einen eventuellen Startabbruch. Dann drücken wir hier noch, zusätzlich muss nicht gemacht werden, hier noch die Meters, um hier die richtigen Höhen zu haben. Dann stellen wir die Barrel Reference auf Hektopascal und aktualisieren die auch gleich mal, haben wir hier 1010 als Höhen. Messer als Barrel Reference. Genau, der Traffic Switch, den drücken wir einmal, dass auch das später hier der Traffic angezeigt wird. Die VOR Switches gehen beide auf VOR 1. Beziehungsweise hier jeweils VOR 1 hier links und VOR 2 da rechts. Und die beiden Flight Directors gehen auch auf On. FD Left auf der linken Seite und der beim Co-Piloten auch. So, Pre-Flight Checklist. Das war nämlich das Pre-Flight Procedure. Ist fertig, jetzt kommt die Pre-Flight Checklist. Oxygen, können wir nochmal kurz testen, ob wir es da nicht gemacht. Tested 100%. Navigation, Transfer and Display Switches Normal Auto. Window Heat ist on. Sehen wir auch hier nochmal die grünen Leuchten. Pressurization Mode Selector ist Auto. Flight Instruments, Heading and Altimeter Set. Wobei Heading stellen wir später noch ein für die Startbahn. Parking Brake ist Set. Engine Start Levers hier Cut Off. Okay. Pre-Flight Checklist completed. So, Before Start Procedure. Als erstes müssen wir mal die Pitot Covers removen. Das sind diese schönen Dinger hier vorne, die roten. Stehen auch nochmal so hier drauf, Remove Before Flight. Die schützen einfach nochmal so wahrscheinlich so ein paar Instrumente. Da vorne ist ja so verschiedenes, was hier die Höhe, glaube ich, misst und so weiter, Geschwindigkeit und so weiter. Und das schützt es wahrscheinlich einfach nochmal am Boden. Und das muss natürlich auch vom Flug removed werden, damit es dann auch die Instrumente auch funktionieren. Einmal das Ganze removed, da seht ihr jetzt hier, ist das Ganze jetzt hier, sind die Instrumente jetzt frei. Genau, so,
Das haben wir gemacht. Dann hier zum MCP Multi-Control Panel heißt das ja, glaube ich, ist die Langform davon. Autofrust geht auf Armed. IIS stellen wir die V2-Geschwindigkeit ein. Da haben wir 148. So, dann armen wir LNAV bzw. VNAV, also beides halt. Heading ist Runway Heading, stellen wir mal 070 ein, weil wir Startbahn 7 starten. Ist ungefähr dann Heading 070. Und Cruising Altitude drehen wir ein, Flight Level 370. So, lässt sich ziemlich gut und einfach hier bedienen, lässt sich ziemlich gut als einstellen, haben wir gemacht, gut. Dann gehen die Fuel Pumps auf On, wir nähern uns jetzt nämlich langsam dem Engine Start. So, Center Fuel Pumps sind schon auf On. Da wir heute auch etwas mehr Kerosin mitnehmen als bei meinen Testflügen, da bin ich bis jetzt nur relativ kurze Strecken geflogen. da hatte ich die Center Fuel Pumps immer auf, weil ich halt nicht so viel Kerosin da dabei hatte. Aber wir haben ja heute ungefähr halb voll die Tanks, deswegen ist auch in den Center Fuel Pumps heute was drin. Dann Electric 1 and 2 Hydraulic Demand gehen auf On. Dazu gehen wir mal lieber in die andere Sicht. Die haben wir hier. On and On. Anti-Collision Light, das Beacon geht auf On, das heißt, ne, wir nähern uns immer mehr dem Triebwerkstart, weil das ist ja so ein Zeichen für die Boden, fürs Bodenpersonal auch. Okay, das Flugzeug, die Triebwerke werden bald gestartet, sollten uns langsam mal ein bisschen da von den Triebwerken entfernen und so weiter. Dann Takeoff Trim stellen wir ein, 4.497 ist das für den Start heute. Gucken, ob wir das da passend einstellen, ungefähr, muss ja nicht ganz genau so sein. Ja, das können wir so lassen, halt ein bisschen viel. Na, jetzt sehe ich es nicht mehr. Ist jetzt nicht mehr angezeigt. Na gut, wird ungefähr passen. So, und dann haben wir das schon erledigt. Kommt das die Before Start Checklist. So, das war das Before Start Procedure. Before Start Checklist. Flight Deck Door is closed and locked. Fuel, 2-3 LBS. Und die Pumps sind auf on. So, jetzt LBS, ne? Das ist jetzt nicht Kilogramm. Weil ist das jetzt Kilogramm? Ich weiß es gar nicht. 2-3 23 schon, ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau. Passenger Signs sind auf on. Haben wir hier Seatbelt Signs sind on. Windows sind locked. Dann MCP V2. Heading and Altitude are set. Takeoff Speeds V1, V2, V-Rotate are set. CDO Preflight is completed. Rudder and Aileron Trim 3 and 0. Take C and Takeoff Briefing Sagen is completed. Anti-Collision Light is off on. Before Start Checklist completed. So, dann kommen wir jetzt zum Engine Start. Heute ein bisschen besondere bisschen besonders im Vergleich zu sonst. Wir hätten eigentlich jetzt auch die Ground Power, fällt mir eigentlich ein, auch connected lassen können. Die APU heute gar nicht benötigt. Aber wir haben es jetzt so gemacht, deswegen lassen wir es jetzt auch so. Mal jetzt nicht wieder die APU aus und die Ground Power wieder an. Weil wir hier in Münster-Osnabrück heute keinen Pushback brauchen. Ihr seht, wir haben hier so eine, stehen hier so auf dem Vorfeld, wo wir einfach so vorrollen können, da auf den Taxiway. Da drüben braucht man auch keinen Pushback, weil man da auch so, hier seht ihr, da so eindrehen kann und hier dann so auf den Taxiway rollen kann. Also hier in Münster-Osnabrück gibt es, glaube ich, eigentlich so gut wie keine Position, wie man Pushback-Truck, wo man Pushback-Truck braucht. Wobei vielleicht hier, weil da darf man wahrscheinlich auch davor rollen. Und da machen wir es heute mal so, wir drücken jetzt STRG F12 und machen hier bei GSX Reset Position, dass halt die ganzen Fahrzeuge weg sind. Ich wüsste nämlich nicht, was man sonst hier machen kann, weil wenn ich jetzt Prepare for Pushback and Departure machen würde, würde ja der Pushback-Truck auch kommen. Und man kann ja nichts irgendwie hier eine Anweisung geben, dass man halt gerade wegrollt und so alles nicht braucht. Deswegen machen wir einfach Reset Position und sind die Fahrzeuge einfach weg, genau. So, und wir machen jetzt weiter mit dem Engine Start. Also heute hier mal kein Pushback. Hätten wir heute so ein großes Pushback-Fahrzeug gehabt. Hatte ich ja vorhin noch gesagt, aber naja, macht ja nichts. Wir haben halt hier mal so ein bisschen andere Position, mal was anderes als sonst immer, wo wir so ein Pushback haben beim Start, sondern heute mal hier so eine Position, wo wir keinen Pushback brauchen. So, dann kommen wir mal zum Engine Start. Und zwar, jetzt muss ich mal kurz gucken, irgendwann müssen wir auch, jetzt habe ich aber hier nirgendwo stehen, aber irgendwann müssen wir auch die Wheel Chocks noch wegmachen, aber das machen wir dann, hätten wir ja jetzt vor dem Pushback dann gemacht. Aber gut, das machen wir jetzt, wenn die Engines dann gestartet sind. So, Engine Start Procedure. Erstmal müssen die Packs auf-off. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Sie bei der 747. Da müssen die auch auf-off, sonst passiert da nichts. Dann der Engine Start Selector erstmal für Engine Right geht auf GRD. Was auch immer das steht. Und dann sollte das Triebwerk hochfahren. Wenn hier bei N2
25 ungefähr steht, 25% kommt das Kerosin dazu. So, gleich bei 20, dann ist es gleich soweit, gleich können wir das Kerosin dazugeben. Machen wir schon mal bereit. Hier. Und das Ganze kommt dazu, Kerosin dazu. Und das Triebwerk fährt hoch. So, warten, bis das vollständig hochgefahren ist. Und dann kommt Triebwerk Nummer 1. Mit genau dem gleichen Procedure. Wenn es hier so bei 20 ist, ungefähr stabilized dann. Und hier sieht man, glaube ich, wie viel Fuel aktuell benutzt wird, meine ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine es. Man kann das Ganze hier auch nochmal irgendwie, was hier ist es, ne? Reset. Ah ne, jetzt ist er aktiviert, genau. Das Fuel Use, das habe ich jetzt resettet. Wobei. Keine Ahnung. Na, jetzt wird er irgendwie auf jeden Fall angezeigt. Haben wir jetzt gerade mal resettet. So. Engine 2 ist hochgefahren. Jetzt kommt Engine 1 und... Ah ne, noch nicht Kerosin halt. Oh scheiße, geht's jetzt wieder aus? Ne. So. Genau, der andere Engine Start Lever ist nämlich wieder auf Off gegangen. Und das passt, würde ich sagen. Geben wir das Fuel dazu. So. Soweit, so gut. Dann können wir jetzt schon mal die Wheel Chocks entfernen, wo wir gerade noch warten, bis die Engines hochfahren. Wir gehen auf Ground Connections, Wheel Chocks removed. Parking Brakes hat, setzen wir aber nochmal, Parking Brake Set. So, dann kommt das Before Taxi Procedure und dann geht's los. Warten wir noch, bis die Engines aber noch hier stabilized sind. Aber das ist sehr schnell jetzt passiert. 17, N1, 18, bei 20, dann machen wir das Before Taxi Procedure. Genau, also Engine 1 stabilized, wunderbar, dann geht's weiter. Generator 1 and 2 gehen jetzt auf On. Generator 1 and 2 haben sie hier. On und On. Und dann haben wir jetzt nicht mehr über die APU den Strom, sondern jetzt über die Generators von den Triebwerken eben. Dann Probe Heat hier oben. Gehen beide auf On. Gehen hier auch die Meldungen weg. Dann die Packs gehen wieder auf Auto. Left-Right Pack. Isolation Valve geht auch auf Auto. APU Bleed geht off. APU Bleed haben wir hier. Dann geht die APU off. Das war Start, das ist off, genau. Jetzt können wir hier nicht mehr über den APU Generator auch keinen Strom mehr nehmen, weil ja die APU auch aus ist. Und wir haben jetzt über die anderen Generators Strom von den Triebwerken. Dann setzen wir die Takeoff Flaps. Für den Takeoff heute Flaps 5. Und dreimal kurz drücken. Als erst 1, 2 und dann ist halt 5. Flight Controls kontrollieren wir gerade mal. Gehen wir hier auf Systems. Ah ne, das ist ja falsch. Hier ist Systems. Ich habe ja Clear and Recall, glaube ich, ist gedrückt. So, machen wir einmal kurz den Flight Control Check. Also einmal Full Left, Full Right, Neutral, Full Up, Full Down, Neutral, Rudder, Full Left, Full Right, Checked. So, und Taxi Light geht auf On. Dann kommen wir jetzt noch zur Before Taxi Checklist und dann rollen wir schon los. So, Before Taxi Checklist. Generators sind auf On. Probe Heat ist auf On. Anti-Ice ist off, Isolation Valves auto, Engine Start Switches gehen auf Continuous, dann Recall ist checked, Auto Brake RTO, Engine Start Levers Idle Detent, Flight Controls sind checked, Ground Equipment ist clear, before Taxi Checklist completed, Release Parking Brake, los geht's ab zur Startbahn 07, hier in Münster, Osnabrück. Osnabrück. So, wir machen mal die Rollanweisung an, dass wir sehen, wo wir lang rollen. Jetzt sehe ich aber gar keine Rollanweisung. Wahrscheinlich müssen wir, hätte er uns gesagt, wir sollten da hinten lang rollen. Ja gut, aber das ist halt hier eine andere Position. Da rollt man halt hier so ab, da gibt es hier keinen Pushback.